Willkommen zu Technically. Herzlich willkommen zur ersten Episode von Technically auf Deutsch. Ich freue mich sehr, dass ich euch sehe, dass ihr mich seht. Ihr hört mich offensichtlich auch gut. Jawohl, ich sehe einige nickende Gesichter. Schön, dass ihr da seid. Ein paar von euch sehe ich ja gelegentlich immer mal wieder in so einem Livestream und die anderen, die ich noch nicht gesehen habe in letzter Zeit. Ich freue mich, dass ihr auch alle da seid. Ich freue mich vor allem, Erik, dass du auch da bist als unser erster Gast in der ersten Episode von Technically auf Deutsch. Schön, dass du kommen konntest, dass du Zeit hattest und du bist ja auch ein alter Hase, was Technically angeht, richtig? Du warst da schon mal? Ja, ich habe 2019 schon mal im englischen Original vorgetragen. Ich glaube, 2019 war das. Was ist Zeit? Super gut. Also du bist sehr routiniert. Du bist diese Woche auch sehr beschäftigt. Ich werde dir vielleicht gleich noch ein paar kurze Fragen stellen, bevor wir dich gleich auf deinen Vortrag loslassen und was über Benutzereinstellungen im Web erfahren werden. Erik, ich wollte mich eigentlich sehr viel besser darauf vorbereiten. Es ist natürlich mal wieder alles improvisiert hier. Ich bin auch ein bisschen reingefallen in diese Rolle hier als Moderator. Ich übernehme die aber natürlich sehr gerne. Ich versuche mal so ein bisschen den Bogen zu spannen, wie das alles hier heute zustande kommt. Warum stehe ich jetzt hier und soll Technically auf Deutsch moderieren? Das, glaube ich, hängt ein bisschen damit zusammen, weil Technically wird ja von Tenon produziert oder zumindest möglich gemacht. Tenon ist ein Testing-Tool für Barrierefreiheit. Kennen vielleicht die einen oder anderen von euch. Und hinter Tenon steht Karl Groves. Und Karl ist mit mir schon eine ganze Weile im Gespräch. Genau genommen, glaube ich, sind wir uns 2016 das erste Mal über den Weg gelaufen, als er, ich glaube, es war so, dass er einen Tweet abgesetzt hat, dass er im Herbst in Europa ist und ob nicht irgendwer Lust hat, irgendwas mit ihm zu machen. Es war so sehr diffus und ich hatte vorher mal ganz kurz mit ihm Kontakt über Twitter und ich habe diesen Tweet gelesen und zu dem Zeitpunkt war ich gerade am Überlegen, was ich mit meiner eigenen Veranstaltung, dem Accessibility Club, so machen könnte. Und zu dem Zeitpunkt gab es dann eine Konferenz in Berlin, über die erzähle ich gleich, weil auch die hat uns zusammengeführt, Erik, wenn ich das richtig im Kopf habe, nämlich die Beyond Tellerrand von meinem guten Freund Marc. Und dann habe ich irgendwie so eins und eins zusammengezählt und gesagt, so Karl in Deutschland, Beyond Tellerrand in Berlin und der Accessibility Club muss mal irgendwas Spannendes tun, warum nicht eine Sonderausgabe mit Karl zusammen in Berlin? Und genau dazu ist es dann gekommen, das war die erste Episode vom Accessibility Club, die nicht in Nürnberg stattgefunden hat, die dann auch gleich, glaube ich, 30 oder 40 Teilnehmende hatte. Und damals habe ich mich mit Stefan Judis zusammengetan zu dem Zweck und das hat dann bei ihm in der Firma stattgefunden. Und dann war Karl auf einmal da und seit da ist Karl nie wieder aus meinem Leben verschwunden. Und genau genommen sind wir immer wieder zusammen im Kontakt. Sehr schön eigentlich. Karl war dann mehrfach hier, war mehrfach Teilnehmender und Teilgeber auf den Accessibility Clubs. Und ich glaube, so ist es auch irgendwie gekommen, dass er jetzt den Technically auf Deutsch auch platzieren wollte und sich dann gedacht hat, wen könnte er denn fragen, der das Ganze übernehmen könnte oder moderieren könnte. Und nachdem keiner so richtig drauf angesprungen ist, hat er mich dann nochmal direkt angefragt und wie könnte ich Nein sagen. Also so kommen wir ja jetzt heute hier dazu, so komme ich zu der Ehre, dass ich das moderieren darf. Ich habe das in der Form so noch nie gemacht. Es ist live. Ich bin vielleicht ein bisschen aufgeregt, aber normalerweise habe ich nicht so ein Problem damit zu improvisieren. Und ich habe gerade die Beyond Tellerrand erwähnt. Die hat, glaube ich, auch Erik, dich und mich zusammengeführt. Und zwar vermute ich, dass das im Jahr 2013 oder 2014 war. Das weiß ich nicht mehr so richtig. Das war nämlich das erste Mal, dass ich in meinem Leben auf eine Konferenz gegangen bin. Es war die Beyond Tellerrand. Marc, nochmal vielen Dank. Schuld ist eigentlich übrigens der Tom, der heute nicht da ist. Der hat mich rausgelockt aus unserer Höhle. Und ich glaube, dass wir uns auf der Beyond Tellerrand dann auch über den Weg gelaufen sind, Erik. Und dann immer wieder begegnet sind und natürlich relativ schnell dann auch festgestellt habe, dass uns ein Thema verbindet, nämlich die Barrierefreiheit. Dich wahrscheinlich noch ein bisschen länger und ein bisschen intensiver als mich. Oder zumindest bist du offizieller unterwegs in dem Bereich. Insofern freut mich das, dass wir uns
sich unsere Wege immer wieder gekreuzt haben und heute wieder kreuzen dürfen. Das letzte Mal, dass wir uns in echt gesehen haben, war, glaube ich, tatsächlich vor ungefähr 1,5 Jahren auf unserem bis dahin größten Accessibility Club Event. Dort hast du einen ganzen Tag lang Workshop gegeben, hast sehr vielen Leuten sehr viel Freude bereitet, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und Das war umso auch schöner, dass du jetzt heute wieder hier bist. Magst du vielleicht ganz kurz ein bisschen was über dich sagen? ja, auf jeden Fall. Wie Yoshi schon gesagt hat, wir sind uns immer wieder bei Konferenzen über den Weg gelaufen und überhaupt die Accessibility-Szene an sich ist ja relativ klein, besonders in Deutschland und da kennt man sich natürlich. Ich selbst mache Accessibility seit irgendwie 2008, als ich damals in Wien noch gelebt habe. Da gibt es eine sehr gute Accessibility Community und dann bin ich umgezogen wieder nach Deutschland zurück und habe dann 2013 ganz im Dezember Deutsch sprechen, im Dezember dann beim W3C angefangen, nachdem ich 2011 eine kleine Webagentur, Consulting-Agentur mitgegründet habe und habe dann mit dem W3C gearbeitet bis 2020 und seit 2016 ging das über Nobility, das ist eine amerikanische Non-Profit im Bereich Accessibility und die machen allerhand diese Woche auch die AccessU-Konferenz, aber auch Trainings und natürlich die ganzen Sachen, die man eh macht, also barrierefreie Prüfungen hier und da und mittlerweile bin ich da der Director of Accessibility Services, was super wichtig klingt. Und das ist so mein Erfahrungsschatz und jetzt und mache halt schon ewig Vorträge und Sachen und jetzt auch mal wieder bei Technically und mal auf Deutsch. Das ist super. Du hast mir vorhin schon gestanden, dass es gar nicht so einfach war, die Slides auf Deutsch zu übersetzen. Und ich zähle mit, wie oft du heute ins Englische verfällst. Aber ich bin überzeugt, dass es Na, ein jetzt ganz strenge ich mich spannender. an. Ha! Ich bin überzeugt, es wird ein ganz spannender Vortrag. Und bevor wir so richtig loslegen, vielleicht noch ein bisschen den Plan für heute. Erik hat mir vorhin gesagt, dass er rechnet oder dass er sich vorstellen kann, sich auf 45 Minuten zu beschränken und den eigentlich auf 90 Minuten ausgelegten Vortrag runter zu komprimieren. Wir müssen ihn ein bisschen daran erinnern, vielleicht so in etwa 45 Minuten ab jetzt. Und zum Schluss wollen wir euch die Gelegenheit geben, Fragen an den Erik zu richten. Nachdem das jetzt ein ganz normaler Zoom-Call ist, besteht eigentlich die Möglichkeit, dass ihr euch dann zuschaltet. Ihr könnt aber auch sehr gerne in der Zwischenzeit schon Fragen in den Chat reinschreiben. Ich werde die da rauspicken und sammeln. Und wir können die dann später gemeinsam vortragen und klären. Es wäre gut, wenn wir so um 6 Uhr rum in etwa oder kurz nach 6 spätestens fertig sind mit dieser ersten Episode. Es wäre natürlich auch toll, wenn ihr für die zweite Episode, die irgendwann im nächsten Monat ist, dann ein bisschen Werbung machen könnt, euch auch nach außen hin kundtut, ob es euch gefallen hat. Das besprechen wir später vielleicht noch mal kurz. Und jetzt würde ich vorschlagen, Erik, du übernimmst das Mikro, ich schalte mich stumm. Die Bühne gehört dir, Erik Okay, Eggert. wunderbar. Vielen Dank für das nette Intro. Ich organisiere mir gerade meine Sachen und den Chat, falls ich irgendwie zu lange bin, dann kannst du mich gerne anschreiben. Okay, respektiere Benutzereinstellungen im Web. Das ist ein Vortrag, den ich sehr gerne mache, weil ich finde, das ist super wichtig. In das richtige Fenster klicken. Meine Sachen habe ich ja schon erzählt, wer ich bin und was ich mache. Meine Pronomen sind er, ihm und ihn. Ich rede heute über Benutzer und möchte mich darauf konzentrieren. Es ist ein bisschen interessant, weil das nicht das Kernthema immer ist von diesen Technically-Sachen. Die sind oft sehr technisch und der letzte Vortrag ging auch über ARIA und Sachen.
Hatte ich aber jetzt keine Lust. Und deswegen dieses Thema. Und was wir wissen, ist, dass die Benutzer alle unterschiedlich sind. Die sehen alle anders aus, die benutzen das Internet anders. Wenn man hier rumguckt in diesem Zoom-Meeting-Call-Ding, benutzt jeder das Internet in einer anderen Art und Weise. Und keiner ist gleich, keiner macht dasselbe. Und das ist tatsächlich auch wissenschaftlich bewiesen. In den 50er Jahren hat das US-Militär nach dem Average Man gesucht. Die haben halt gesagt, okay, wir wollen Flugzeuge bauen und wie können wir die so bauen in einem Standardding, dass die für den durchschnittlichen Mann funktionieren. Und dann haben die allerhand Körpermaße gemessen und haben dann gesagt, ja, in jedem Körpermaßbereich sind ungefähr 25 bis 30% der Teilnehmer durchschnittlich. Das ist ziemlich gut. Also es gibt da offensichtlich eine relativ große Schnittmenge von den Leuten, die halt durchschnittlich sind. Das Problem ist jedoch, dass wenn man diese Durchschnittlichkeiten dann zusammennimmt, und das ist ein Screenshot von dem von ein Screenshot von dem Scan von dem Bericht, dass man dann merkt, dass das halt so nicht zusammengeht. Also von den ursprünglich 4.063 Männern hatten 1.055 eine durchschnittliche Statur. Von den 1.055 hatten 302 auch eine ungefähr durchschnittlichen Brustumfang, 143 davon durchschnittliche Armlänge und dann geht man durch und durch und durch und bei dem achten Schritt hatten dann drei einen durchschnittlichen Taillenumfang und zwei einen durchschnittlichen Oberschenkelumfang und von den zwei hatten dann keiner eine durchschnittliche Schrittlänge. Das heißt, schon bei 10 Merkmalen ging das im Prinzip im Durchschnitt auf keine Durchschnittlichkeit als Gesamtperson quasi. Und das ist super interessant und das ist was man sich gerade im Bereich Barrierefreiheit, wo man mit so vielen zusätzlichen Variablen natürlich noch umgeht, sich wirklich bewusst sein muss, dass es halt nicht diesen einen Standardmenschen gibt, diese eine Standardvorgehensweise. Shoutout zu Matt Parker, der das beleuchtet hat auf seinem YouTube-Channel. Ja, warte mal kurz. Ich warte kurz. Auf was warte ich denn? Vielleicht warte ich auch nicht. Matt Parker hat das auf seinem YouTube-Channel angeschnitten und hat dann ein sehr gutes Video drüber gemacht. Und das kann ich nur empfehlen. Und das ist auf Englisch. Aber das, was ich halt immer sehe mit Accessibility oder mit Webdesign insgesamt, Webentwicklung insgesamt, ist, dass wir immer noch so designen, als ob die Leute durchschnittlich wären, als ob es diesen einen prototypischen Nutzer gibt. Und das Gleiche geht mit der Entwicklung auch, ne? Warum entwickeln wir, als ob es diesen durchschnittlichen Nutzer gibt, der durchschnittlich gut die Webseite benutzt und der durchschnittlich weiß, wie die Sachen funktionieren? Und was bedeutet eigentlich inklusives Design in dem Zusammenhang? Und inklusives Design ist im Prinzip, dass jeder mit dem Internet, mit dem Web so umgehen kann, dass er zum einen das Internet versteht, was da in dem Browser los ist, aber dass auch der Browser das so darstellen kann, dass der Nutzer das versteht. Und ein bisschen darauf eingehen möchte ich auf die Unterschiede zwischen Screenreadern. Denn da gab es 2019 eine nette Entdeckung, und zwar zitiere ich das aus dem Englischen. Voice-over and Safari remove list element semantics when lists are none is used. Also Scott O'Hara hat gemerkt, aha, wenn ich die Listen Bullet Points wegmache, die Listenpunkte wegmache, dann sagt Voice-over auf macOS und Safari sagt
nicht mehr, dass das eine Liste ist. Und das war so, warum passiert das? Also das, Liste mit Listenpunkten ist eine Liste, Liste ohne Listenpunkte ist keine Liste. Jetzt muss ich sagen, als sehender Nutzer sehe ich dieser Liste auch nicht so wirklich an, dass das eine Liste ist. Alle Webentwickler waren natürlich so, hä, was ist da los? Und zu sehen sind drei Doctor Who's, wie auch immer, die What sagen, also was ist da los? Webentwickler waren wirklich so, okay, was machen wir jetzt? Wir machen semantisches HTML und das wird einfach nicht genommen oder gelesen. Und da gab es natürlich dann ein Brouhaha drumherum und einer der Entwickler bei Apple hat sich dann gemeldet und hat gesagt, okay, wir haben das absichtlich gemacht, weil die Leute zu viele Listen benutzt haben. Und die Nutzer haben sich beschwert, haben sich bei Apple gemeldet und haben gesagt, hey, euer Screenreader ist ja ganz toll, aber diese Listen, warum sind da so viele Listen im Internet? Sonst sind doch auch nicht so viele Listen. Und ja, und das war Absicht. Und alle so, was ist da los? Die Frage ist, was bedeutet das jetzt für mich als Entwickler, dass Safari das nicht anzeigt, dass die diese Listen nicht vorlesen, wenn die nicht wie eine Liste aussehen? Und im Endeffekt betrifft mich, uns das als Webentwickler so gar nicht, weil wir bieten diese Information an und letztlich ist es nicht in unserer Hand, ob der Screenreader, der Browser das nimmt und das interpretiert und das anzeigt. Das ist einfach, wir haben da auch keinen Einfluss drauf. Kleine Sternchen dran, man kann Aria benutzen, um das zu überschreiben, um explizit zu machen, nee, ich möchte aber hier eine Liste zu haben. Aber letztlich ist das was wir anbieten und was dann der Screenreader nutzen muss. Und zur Untermauerung, dass das wenig Einfluss hat auf wie wir arbeiten oder wie die Nutzer das auch benutzen können, habe ich mir mal angeguckt, wie das jetzt alles so passiert ist. Tatsächlich der erste Code, der eingecheckt wurde, war 2014 mit dieser Änderung. Und dann gab es 2015 noch ein paar Änderungen, um das ein bisschen zu verfeinern. Und dann ist nichts passiert bis 2019. Das heißt, in diesen 5 Jahren ungefähr hat niemand gemerkt, dass diese Listen nicht vorgelesen wurden. Außer die Nutzer und die haben gesagt, gute Sache. Customers seem much more happy in the 3 years since this change went in. Also die Benutzer sind viel glücklicher über das Announcement seit in den 3 Jahren, seit das eingebaut wurde. Und das hat mich ein bisschen daran erinnert, dass wir vor 10, 15 Jahren schon mal so eine ähnliche Diskussion hatten. Und das war, muss denn jede Webseite gleich ausschauen in jedem Browser? Und wir haben gesagt, nee, muss es nicht. Und der Screenshot ist von Do websites need to look exactly the same in every browser.com? Und es ist halt no. Wir haben gesagt, okay, es gibt Unterschiede, aber solange die konsistent sind in der Umgebung für den Nutzer, ist das total okay. Und das Gleiche gilt natürlich auch für Screenreader. Die müssen nicht alle gleich funktionieren und in der Praxis machen sie das auch nicht. Also es kommt zum Beispiel auf die Sprache an, die da eingestellt ist, oder es kommt darauf an, welchen Screenreader du benutzt, um zu sagen, ob jetzt ein Bild als Bild oder als Grafik angesagt wird, das liegt alles im Ermessen von dem Screenreader. Und da gibt es auch super viele Einstellungen. Das sind die Einstellungen von VoiceOver. Im VoiceOver-Utility kann man sagen, okay, wie möchte ich, dass ein Button announced wird? Yoshi 1.
dass ein Button angesagt wird, wie möchte ich, dass ein Bild, eine Überschrift angesagt wird. Das kann ich alles einstellen. Möchte ich da viel Kontext dazu haben, möchte ich da wenig Kontext dazu haben. Das heißt, jeder Nutzer kann sich das individuell auf ihrem Computer einstellen. Und das Gleiche gilt dann auch für Sachen wie Text, zum Beispiel Interpunktion. Wenn man drei Punkte hat, soll das als Punkt, Punkt, Punkt angesagt werden. Wenn man aber 17 Punkte hat, weil jemand so E-Mails schreibt, dann reicht das vielleicht für den Screenreader, für die Screenreader-Nutzerin, dass man nur drei davon vorliest. Und auch das kann man alles einstellen. Das heißt, es gibt da super viele Möglichkeiten, diesen Output im Prinzip zu ändern und an sich selber anzupassen. Und das geht sogar so weit, dass man GIF als GIF aussprechen lassen kann. Das ist natürlich falsch und ich nehme dazu auch keine Fragen an, aber theoretisch ist das möglich. Also es ist dieses wirklich tiefgehende Möglichkeit, diese Ausgabe zu kontrollieren. Und das bedeutet als Webentwickler, dass es null Kontrolle darüber gibt. Was man online stellt, wie das ausgegeben wird, du kannst das einfach nicht wissen, wie das rüberkommt, wie der Nutzer das für sich interpretiert. Und damit müssen wir einfach umgehen. Das sind drei Doctor Who's, diesmal klassische, die sich Sonnenbrillen aufziehen und mit dem eingebildet Deal with it. Und ich habe das schon ein bisschen angeschnitten. Kann Aria damit helfen? Kann ich da ein Attribut drauf werfen und kann ganz genau spezifizieren, was ich ausgegeben haben will? Und grundsätzlich ist das eine Möglichkeit. Also Accessible Rich Internet Applications ist ja diese Technik, wo man im Prinzip HTML anreichern kann mit Sachen für Screenreader, für assistierende Technologien, / Hilfsmittel, damit die mehr Semantik haben, mehr Informationen haben, um das auszugeben. Und das ist ganz toll, das ist auch nützlich. Aber in dem Fall kann man halt sagen, ja, das ist wirklich eine Liste und ich meine das als Liste und Liste. Aber Accessibility sind halt nicht nur die Screenreader. Das geht weit darüber hinaus. Und die meisten Hilfsmittel, die die Menschen nutzen, um aufs Web zuzugreifen, arbeiten kaum oder gar nicht mit Aria zusammen. Und als Beispiel habe ich hier Dragon Natural Speaking, was eins der weit verbreitetsten Voice-Input-Software ist, die es gibt auf der Welt. Und damit kann man halt dem Computer diktieren, was man anklicken will, Text-Input diktieren. Und generell hat man da die Möglichkeit zu interagieren. Aber bis vor einer langen Zeit wurden zum Beispiel Links, die nur einen Row-Link hatten, nicht gesehen von Dragon. Und es gibt diesen einen Blogpost von 2014, der insgesamt, was sind das, 5 ARIA-Attribute abdeckt. Aber alles, was darüber hinausgeht, weiß man nicht. Ist nirgendwo dokumentiert, ob Dragon das überhaupt interpretiert oder interpretieren will oder wie das ausschaut. Und eine andere Sache, wo ARIA nicht gut unterstützt wird, ist Hochkontrastmodus. Das heißt, wenn man das auf Windows zum Beispiel benutzt, das ist der häufigste Fall, Windows hat einen sehr guten Hochkontrastmodus, dann wird man da schnell an die Grenzen kommen von dem, wie ARIA interpretiert wird. Zum Beispiel, das ist sind ein paar Links, die einfach auf einer Seite verteilt werden. Und danke an Eric Bailey für die Grafik, weil die ist richtig gut. Da gibt es also verschiedene Links. Die zwei oben links sind echte Links, also A, href, irgendwohin. Und die anderen sind alles Platzhalter-Links, entweder ohne href oder sind ARIA-Links mit Diffs. Und rechts ist sogar ein
Absatz mit Text, mit so einem ARIA-Link in der Mitte. Und jetzt ist die Erwartung, dass wenn man in den Hochkontrastmodus geht, dass sich was ändert, dass Links halt hervorgehoben werden als Information und als was Besonderes, weil man da draufklicken soll, weil das ist ja für jemanden, der nicht so gut sieht, super wichtig, ganz klar zu sehen, wo diese Links sind. Und was aber tatsächlich passiert, ist, dass nur echte Links mit einem href umgefärbt werden, wie der Nutzer das erwartet. Und das ist natürlich ein Problem, weil dann hat man halt Text, der ist unterstrichen in dem Fall, weil das mit CSS so gemacht wurde. Aber der Nutzer weiß nicht, ist das jetzt ein Link? Weil der hat ja nicht die Linkfarbe. Und der Link im Text, der hatte keinen Unterstrich und der ist einfach weg, weil die Farbe sich nicht anpasst an die Linkfarbe. Und das gleiche gilt auch für Buttons zum Beispiel. Wenn die ein ARIA Disable drin haben, dann werden die nicht umgefärbt in der gleichen Weise wie Buttons umgefärbt werden, die halt tatsächlich inaktiviert sind mit einem Disabled Attribute. Und klar, jetzt kann man sagen, der Hochkontrastmodus, Voice Input, die sollen das alle können. Und da bin ich auch total dafür. Die Realität ist halt, dass das noch nicht eins zu eins so abgebildet wird. Und man kann sich darauf nicht verlassen. Ja, und das ist einfach so. Und ich möchte aber zurück auf die Benutzer kommen, weil was wir sehen, ist, dass die Wahrnehmung von der Webseite sich super unterscheidet. Unterscheiden kann, je nachdem, was die Präferenzen sind von einem Nutzer. Und Nutzer wissen manchmal auch, haben unterschiedliche Wissensstände. Viele Nutzer wissen nicht, was Computer überhaupt tun können, wie die helfen können, dass die Webseite halt für sie besser benutzbar ist. Andere Nutzer hacken Hilfsmittel, um nicht barrierefreie Seiten nutzen zu können. Ganz andere Nutzer schreiben CSS und JavaScript, um Website auf ihre Bedürfnisse anzupassen. Ich hatte beim W3C einen Kollegen in der Arbeitsgruppe, der hat sich JavaScript und CSS für GitHub geschrieben, um das barrierefreier zu machen, um das zu benutzen zu können. Also da gibt es halt zwischen, ich weiß gar nicht, was dieses Computerding für mich tun kann, bis zu ich kenne mich da super aus und ich hack mir das zusammen und stelle sicher, dass ich inkludiert bin, dass ich mich selber da inkludiere. Gibt es alles auf dem ganzen Spektrum da. Und das heißt, wir haben im Prinzip diesen Würfel, wo der Benutzer irgendwo in der Mitte ist zwischen Art der Behinderung, das kann zwischen hat keine Behinderung, zwischen Sehbehinderung, eine motorische Behinderung, eine kognitive Behinderung sein. Dann die Kenntnisse, wie kann ich mir meine Umgebung anpassen, was kann ich machen, damit das für mich funktioniert. Und dann die Unterstützung von Hilfsmitteln. Ist das Hilfsmittel, was ich benutze, überhaupt unterstützt? Es hilft mir nichts, wenn ich mit Tastatur im Internet unterwegs bin und die Tastatur ist nicht unterstützt ordentlich von der Webseite. Das heißt, irgendwo ist da dein Benutzer, den du hast, und du weißt halt nie, wo der ist in diesem Würfel. Und deswegen ist das Wichtigste, dass man mit Nutzern testet, dass man sich das anguckt, dass man sagt, hier, wie funktioniert das unter Realbedingungen? Es ist aber auch wichtig, dass man die Entscheidung, wie eine Webseite ausschaut, dass man das den Benutzern überlässt, weil die wissen, was sie brauchen. Und ja, und das ist ganz wichtig. Die wissen, was sie brauchen. Die haben ihre Standardeinstellungen. Die wollen, dass die Einstellungen so reflektiert werden und dass man das nicht irgendwie überschreibt. Man will immer erlaubt, den Einsatz von Hilfsmitteln erlauben, die den Bedürfnissen des Benutzers entsprechen. Ich glaube, das ist in der Accessibility-Szene nicht eine super kontroverse Sache zu sagen. Ich fände es aber ganz wichtig, dass man sich als Entwickler in dieses Mindset
begibt und sagt, ich möchte nicht vorschreiben, wie meine Komponente, wie meine Webseite zu verwenden ist, sondern ich möchte die beschreiben, ich möchte sagen, das ist, was ich habe, das ist, was ich anbiete, und dann kann der Nutzer davon nehmen oder nicht nehmen, was er möchte, und das mit seinen favorisierten Tools dann entsprechend machen. Und man sollte kein besonderes Können erwarten von den Benutzern, also nicht sagen, oh, ich erwarte jetzt aber, dass der Benutzer weiß, wie er sich seinen Screenreader genauso einstellt, dass der zu meiner Webseite passt. Weil das machen die meisten Nutzer einfach nicht. Und dann als letzter Punkt in der Sache, bitte keine Konventionen verletzen, nicht gegen die Konventionen verstoßen. Wenn es eine gute Konvention gibt, ein Link ist immer ungefähr blau, ist immer unterstrichen und der lädt immer die Seite neu, dann bitte benutzt Links für Dinge, die die Seite neu laden und die irgendwo hingehen. Nicht irgendwie versuchen, das Rad neu zu erfinden. Das ist zwar ganz nett als Herausforderung als Entwickler, aber für die Nutzer ist das doch eher frustrierend. Und das Gute ist, dass Anwender viele neue Funktionen bekommen, die sie nutzen können. Und eine der Funktionen, die ich am meisten mag und die ich total gut finde, ist Reader Mode, was auf Deutsch zumindest unter iOS Reader Darstellung heißt. So gut Deutsch kann ich auch noch. Also Reader Mode ist super cool, weil das mir im Prinzip wirklich eine Webseite gibt und ich die dann so anpassen kann, wie ich das möchte. Ob ich jetzt einen sepiafarbenen Hintergrund möchte oder einen weißen oder einen grauen oder einen schwarzen. Ich habe da ziemlich viele Möglichkeiten, um das anzupassen. Und vor allem das Wichtige, jede Webseite sieht annähernd gleich aus, egal wo ich hinkomme. Und da gibt es halt mehrere Einstellungsmöglichkeiten, die Schriftart, die Schriftgröße natürlich und dann das Theme, als ob man jetzt Dark oder Light haben möchte oder wie auch immer. Und Reader Modes sind überall. Die sind in Safari seit 2010 und man kann seit 2015 sogar sagen, hey, ich möchte diese Webseite immer in Reader Mode anzeigen. Ich habe das zum Beispiel für Medium, weil das sind immer ganz schreckliche Pop-ups und Sachen und das ist einfach total nett. Und seit 2015 gibt es das in Firefox, Edge hat eine Funktion seit 2015 und die Leute von Chrome sagen, das kommt bald. Das habe ich jetzt aber auch schon irgendwie 4 Jahre in meinen Slides. Das heißt, man weiß es nicht. Ich weiß, dass es eine ähnliche Funktion auf Mobil gibt in Android Chrome, aber da kenne ich mich nicht genug aus. Aber auf dem Desktop gibt es das noch nicht. Das ist die Ansicht von dem Reader Mode von Firefox. Ist im Prinzip ziemlich ähnlich zu dem von Safari. Hat aber die schöne Zusatzfunktionalität, dass man sich den Text auch vorlesen lassen kann. Ich weiß aber nicht, wie gut das auf Deutsch funktioniert. Und auch da Zeilenlänge, Farben, Schriften kann man sich alles auswählen. Und ja, super nützlich. Und es gibt noch weitere Optionen. Ich hatte das schon gesagt, Reader View zum Beispiel auf Medium kann man standardmäßig einschalten. Content Blockers oder Adblocker oder wie auch immer man das nennen will, haben sicherlich auch viele Leute. Und das ist jetzt ein Screenshot von Safari und da kann man zum Beispiel einstellen, ich möchte, dass diese Seite immer auf 150% gezoomt ist oder ich möchte, dass nie ein Video automatisch abspielt oder man möchte, dass man über Pop-ups einfach notifiziert wird, statt dass man halt, dass die halt einfach aufpoppen. Und das kann man alles einstellen und dann ist das die Standardeinstellung und das ist für jede Web oder ist für diese Webseite halt dasselbe.
Und ich finde, Safari benutze ich deswegen als Beispiel, weil ich finde, die machen das sehr übersichtlich im Backend. Und da kann man das halt überall einstellen. Also ich kann zum Beispiel sagen, für Giphy.com, wo man halt diese GIFs habt, die automatisch abspielen, da mache ich eine Ausnahme und ich bin okay, wenn da Videos automatisch losspielen, außer wenn die Sound haben. Also man kann das ziemlich granular einstellen und entsprechend auch abstellen. Und da sind einige Sachen, also inklusive Location und Notifikationen, die keiner möchte, Sachen, so Sachen halt. Das Schöne ist, was wir mittlerweile als Webentwickler auch können, ist, dass wir Betriebssystem-Voreinstellungen verwenden können. Und das ist, was hoffentlich die meisten Leute kennen, ist Reduced Motion Media Query. Das heißt, die Möglichkeit, darauf zu reagieren, ob dass der Nutzer sagt, ich hätte gern, dass Bewegung reduziert ist auf der Seite. Und da gibt es ein paar verschiedene. Da gibt es Invert Colors, also dass man die Farben umstellt, Use Grayscale, und das ist alles am Mac, Reduce Motion, also Bewegung einschränken, Kontrast erhöhen und Transparenz einschränken. Das kann man alles einstellen und über diese Prefers Reduced Motion Media Query kann man zumindest darauf testen, ob der Nutzer Bewegung möchte oder nicht. Das kann man ganz mit der Holzhammer-Methode machen, einfach zu sagen, wenn der Nutzer möchte, dass die Bewegung reduziert ist, dann hau ich drauf und mache alle Animationen weg. Das ist sehr radikal, kann man aber natürlich machen, aber tatsächlich gibt es Animationen auf der Webseite, die nicht so einen Einfluss hat oder nicht so schwerwiegend sind wie andere. Also zum Beispiel Farbwechsel sind total okay, aber wenn irgendwie eine Kuh von links ins Bild fliegt, dann ist das immer ein Problem. Und noch besser ist natürlich, das mit Progressive Enhancement zu machen. Das heißt, man codet die Seite in CSS oder in JavaScript so, als ob man keine Animationen vorliegen hätte. Und dann sagt man, okay, wenn der Nutzer keine Präferenz hat zur Animation, dann animiere ich einfach drauf los. Der Support ist super, vor allem auf macOS-Seite, aber auch in allen Browsern. Chrome für Android ist supported, also wirklich gut. Natürlich Opera Mini und Internet Explorer ist halt Shrug Emoji. Auf Windows ist es kompliziert, weil Windows nicht einfach ein Setting hat, eine Checkbox, die sagt, mach mal nicht so viel Animation, sondern da gibt es mehrere Lagen von Einstellungen. Und der Patrick Lauke von jetzt Tetralogical, damals noch TPG, hat das zusammengefasst in einem Blogpost. Und es ist komplizierter, aber es ist durchaus machbar für die Nutzer, das zu machen. Dann ist Prefers Color Scheme Media Query, das ist Dark Mode Media Query, für die schon immer ein dunklen Modus haben wollten. Und da kann ich halt einfach sagen, Prefers Color Scheme Dark und kann dann meine Website-Farben entsprechend anpassen. Und das ist auch wieder, okay, ich gucke, was möchte der Nutzer eigentlich haben und dann gebe ich ihm seinen Einstellungen entsprechend den Content. Genau, da gehe ich jetzt nicht durch das Codebeispiel durch. Wir Webentwickler bekommen aber auch noch zusätzliche neue Werkzeuge dazu. Und zwar vielleicht in CSS Media Queries Level 5. Ja, es ist schon das fünfte Level Media Queries. Media Queries Level 4 wurde letztes Jahr fertig gemacht. Da ist Reduced Motion drin. Und jetzt die Sachen, die ich jetzt vorstelle, sind im Gespräch für Media Queries Level 5. Inverted Colors. Im Prinzip die Sache zu sagen, okay, hat der Nutzer seine
Farben umgestellt, also invertiert, ist ein Wort. Und wenn das so ist, dann kann ich zum Beispiel Farben auf der Seite ändern. Wo ist das nützlich? Zum Beispiel, wenn man wenn man ein Design macht und man hat da so Farbpaletten und man möchte natürlich nicht, dass die invertiert werden zum Anschauen, dann kann man sagen, okay, ich überschreibe das, aber ich weiß auch, dass das passiert. Aber es kann zum Beispiel auch sein, dass man sagt, okay, wenn jetzt die Farben invertiert sind, dann weiß ich zum Beispiel, dass auf dieser Seite, dass irgendwas nicht gut genug ausschaut und ich möchte eine andere Schriftart benutzen oder eine andere Schriftdicke zum Beispiel. Dann prefers reduced transparency, das ist also mit Transparenzeffekte. Da soll es dann auch no preference and reduce geben. Das kann aber noch keiner. Ist aber eine ganz nette Sache, wenn man diese Overlays mit irgendwie Frosted Glass Effekt hat im Hintergrund. Prefers Contrast und das ist jetzt im Gegensatz zu. Ne, ist noch nicht. Das ist auch eine Präferenz. Das heißt, in Zukunft kann ein Nutzer sagen: Ich möchte, liebe Webseite, dass du hohen Kontrast hast. Ich kann aber dann als Nutzer auch sagen: Ich präferiere niedrigen Kontrast. WCAG sagt ja jetzt im Moment 4,5 zu 1 Kontrast ist so das, was man haben möchte. Aber es gibt Nutzer, für die ist das tatsächlich zu hoher Kontrast. Es gibt Nutzer, für die ist das viel zu niedriger Kontrast. So, der Nutzer kann das also im Prinzip für sich selber festlegen und dann kann man das als Webseite entsprechend unterstützen. Forced Colors, das ist im Prinzip Media Query für High-Kontrast-Modus. Kann man halt darauf reagieren, wenn das eingestellt ist. Zum Beispiel Rähmchen um irgendwelche Buttons machen, die normalerweise nur durch eine Hintergrundfarbe abgesetzt sind oder irgendwas. Und dann ganz schnell Umgebungs-Media-Queries. Da ist die Idee, dass geguckt wird, okay, wie sieht die Sache um das Gerät aus? Ist da zum Beispiel viel Licht? Das ist dann Light Level Media Query. Das heißt, ist alles ausgewaschen. Da möchte ich einen hohen Kontrast anbieten als Webseite. Wenn alles dunkel ist und ein bisschen dimm ist, dann möchte ich vielleicht einen niedrigeren Kontrast anbieten, damit das einfacher zu lesen ist. Ist ganz spannend. Und da ist dann auch Environment Blending, was dazu passt. Das ist im Prinzip. Ist der Screen irgendwie in einen Spiegel eingelassen oder als Heads-up-Display in einem Auto? Das ist das Beispiel. Ich will meine Websites nicht auf einem Heads-up-Display in einem Auto anzeigen. Habe ich nicht so wirklich bedacht, aber vielleicht ja, eingebaute Browser in irgendwelche Embedded Systems, das ist ja durchaus ein Ding. Ja. Und da bekommen wir also hoffentlich irgendwann mal die Möglichkeit, wirklich zu reagieren darauf, was der Nutzer, in welchem Umfeld er ist und was der möchte. Und das finde ich total spannend. Als Zusammenfassung treffen Sie keine Annahmen über Benutzer und die von den verwendeten Werkzeuge. Behalten Sie den Inhalt und das Design auf verschiedene Gegebenheiten vor und heißen Sie die Ungewissheit willkommen. Es ist einfach ungewiss, wie das angezeigt wird und nicht. Und bevor ich zurück zum Yoshi gebe, möchte ich noch kurz sagen, dass ich nächsten Monat ein Audio- und Video-Webinar mache für Nobility. Und das sind $35 und man kann unter dieser Eventbrite-Adresse sich registrieren. Ist auch, glaube ich, montags um 17 Uhr. Und ja. Wenn jemand Interesse hat an Audio- und Videocontent, dann ist aber auf Englisch. Und danke und zurück zum Yoshi. Erik, wow, du hast es tatsächlich hinbekommen mit diesen 45 Minuten oder 40 Minuten. Respekt. Vielen herzlichen Dank. Super spannend. Viele Sachen auch für mich tatsächlich, vielleicht nicht ganz neu, aber auf jeden Fall nochmal interessant wieder im Kopf zu haben. Du darfst übrigens deine
deine Adresse gerne auch mal in den Chat reinschreiben. Ich konnte die leider nicht rauskopieren aus dem gesharten Screen. Aber das könnte mit Sicherheit ganz interessant sein für die einen oder anderen hier. Ich habe jetzt leider erst relativ spät in den Chat reingeschrieben, dass ihr selbstverständlich Fragen in den Chat schreiben könnt. Ich habe jetzt hier eine Frage schon mal gesammelt, beziehungsweise es gibt nicht viel zu sammeln, aber wir haben noch ein bisschen Zeit. Ich stelle dir jetzt die eine Frage. Ihr könnt euch aber dann später vielleicht auch noch live dazuschalten und weitere Fragen stellen. Die eine Frage ist von Hendrik: Gibt es dazu gute Public-Sector-Beispiele, wie man das ausbalancieren kann, etwa von GovUK oder ähnlichen Einrichtungen? GovUK ist immer eine gute Adresse. Ich weiß jetzt nichts Konkretes mit über diese, die jetzt genau in dieses Beispiel reingeht, leider. Aber GovUK, die machen vieles in der gleichen, oh Gott, wie sagt man denn das auf Englisch? Auf Deutsch, das ist echt kompliziert. Die machen vieles along the same lines. Ihr wisst schon, was ich meine. Mit ähnlichen Konzepten und so. Und da kann man sich auf jeden Fall dran inspirieren lassen. Okay. Gibt es denn noch andere Fragen? Möchte sich jemand kurzfristig mit einschalten und den Erik weiter löchern zu diesen Themen? Das ist die Gelegenheit. Ist noch irgendwas unklar? Soll ich in irgendwelche Details reingehen? Du hättest, glaube ich, gar nicht so viel aus deinen 90 Minuten kürzen müssen. Hättest einfach noch was aufnehmen können. Aber tatsächlich scheinen wenig Fragen zu sein. Dann, also machen wir es mal so. Wir haben noch ein paar Minuten. Die werden wir, ich habe kein Problem, die auch noch voll zu quatschen. Ihr habt noch kurz Gelegenheit. Ah, hier, Martin stellt eine Frage. Ich lese die kurz vor. Woran macht es Firefox zum Beispiel fest, dass eine Seite im Reader-Modus angezeigt werden kann? Spannende Frage. Habe ich auch schon mal versucht, dem auf den Grund zu gehen. Und wie so immer oder wie so oft bei solchen Sachen ist es Heuristik. Also im Prinzip der Firefox geht rein und sagt halt, okay, wie wahrscheinlich ist das, dass ich einen zusammenhängenden Text habe auf dieser Seite? Das kann das Main-Element sein, das können einfach viele Paragraphen untereinander sein. Also diese vereinfachte Darstellung, die man immer so im Kopf hat mit, ich mache da jetzt einen Artikel drumherum und dann passt das schon. Das stimmt zwar, wenn man halt ein guter Programmierer ist und weiß, dass man einen Artikel benutzt. Aber natürlich will Firefox das auch ermöglichen für Websites und wo die Leute halt nicht das richtig machen. Das heißt, die gucken dann hin und sagen, okay, hier sind irgendwie 7 Absätze untereinander. Das muss ein Artikel sein. Ich sehe, da ist eine H1 oben drüber und da sind H3s dazwischen. Ja, und dann sagt er halt, okay, 80% Wahrscheinlichkeit, dass das ein Artikel ist. Ich biete das an und auf einer Übersichtsseite zum Beispiel ist das halt kein Artikel und das wird dann auch entsprechend erkannt. Dadurch, dass das alles Open Source ist, kann man sich den Code tatsächlich angucken und da ist viel Raterei dabei. Ich wollte gerade sagen, also den Code muss man auch erstmal verstehen, damit es Sinn macht, dass man ihn sich anguckt. Aber ja, du hast recht. Also das ist schon eine Weile her, dass ich das mal versucht habe, absichtlich zu triggern, dieses Verhalten. Und ich glaube, ganz so einfach oder ganz so 1:1, dass du einfach nur irgendein Element nehmen musst und dann passiert das, so ist es tatsächlich auch nicht. Sondern ich glaube, dass die Textmenge eine Rolle spielt. Ich glaube, es muss erstmal, die Seite muss substanziell viel Inhalt haben, damit dieser Reader-Mode überhaupt anspringt. Und wahrscheinlich spielen viele, viele andere Faktoren auch noch eine Rolle. Es war mir jedenfalls nicht so ohne weiteres möglich, dieses Verhalten einfach mal so zu haben, wenn ich das wollte. Es war schwierig tatsächlich. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Nee, ist tatsächlich ganz spannend. Also wenn sich jemand für Heuristiken und wie man Internetseiten analysiert, interessiert von einem technischen Code-Level-Ding. Also ich,
Ich habe mir das durchgelesen vor ein paar Jahren und dachte so, aha, das ist sehr interessant. Und auch das hat mich bestärkt, so, ich überlasse das mal den Browsern, das rauszufinden und mache mir nicht so viele Gedanken. Ein Aspekt vielleicht auch der, also zumindest habe ich das mit verschiedenen Menschen schon diskutiert, der auch noch vielleicht mit reinspielt, ist, oder zumindest wurde mir das, ist das mir so hängen geblieben, dass es wichtig ist, auch unter anderem vor dem Hintergrund dieses Reader-Modes möglichst viel, möglichst semantische Elemente zu verwenden und auf beispielsweise Diffs zu verzichten, die überhaupt gar keine Bedeutung haben, weil in dem Moment können natürlich Browser und assistive Technologien dann auch rauslesen, dass es offensichtlich um Absätze geht und nicht einfach nur um irgendwelches unbedeutsames Zeugs. Also auch das spielt möglicherweise an der Stelle mit rein. Auf jeden Fall. Jemand hat die Hand hoch. Der Hendrik hat die Hand hoch. Ja, hallo. Erste Frage im Chat, zweite Frage kann ich dann natürlich auch mal persönlich stellen. Natürlich vorneweg vielen Dank für den Vortrag. Sehr, sehr interessante Perspektive auf die Dinge. Ich fürchte, ich schweife ein bisschen ins Allgemeinere ab mit der kommenden Frage, nämlich das Thema Testautomatisierung, Qualitätssicherung in diesem Kontext, wo solche Perspektiven natürlich dann auch relevant sind. Ich arbeite im öffentlichen Kontext, kommunalen Kontext. Wir haben im Rahmen des Online-Zugangsgesetzes massive Mengen an Online-Formularen, die wir demnächst bereitstellen müssen. Natürlich barrierefrei, das ist natürlich klar. Für uns ist natürlich an dieser Stelle die Frage, wie kriegt man das hin, nicht alles in Handarbeit auf diese Qualitätskriterien hin sinnvoll prüfen zu können, ohne dabei eben, wie gesagt, die ganzen Fachabteilungen zu blockieren, damit die nichts anderes mehr machen. Welche Hilfsmittel kann man sich da entsprechend beschaffen? Gute breite Frage. Also da gibt es grundsätzlich, muss man, glaube ich, so ein Problem von zwei Seiten angehen. Und zwar ist die eine, ist durch ein Designsystem, also zu sagen, hier, wir haben Standard geprüfte Blöcke von Formularelementen, die auf jeden Fall immer barrierefrei sind. Und wenn man die korrekt aufruft, also keine IDs doppelt vergibt und so, dann sind die auch immer barrierefrei. Und das kann man sicherlich auch ganz gut in einem System online prüfen, dann, ob da doppelte IDs und Sachen drin sind. Und das andere ist halt die ganze Perspektive dann mit automatischen Tests zu arbeiten, das heißt mit Eggs, mit diesen Tenon ist, glaube ich, ganz gut. Mit diesen ganzen Sachen, die nicht alles abdecken, weil das ist halt nicht möglich, aber die zumindest einem die Gewissheit geben, dass man keine groben Schnitzer drin hat. Und ich glaube, das sind die beiden Möglichkeiten, wie man das am besten in den Griff bekommt. Also ein Baukastensystem und dann ständig dieses Baukastensystem überprüfen und die einzelnen Sachen, die rauskommen, auch nochmal zumindest zu testen. Und die dritte Hälfte davon ist halt immer auf Nutzerfeedback zu hören. Das heißt, wenn jemand sagt, hier, das Formular ist für mich kaputt, dann halt zu sagen, okay, das gucken wir uns nochmal an und sorry und dann einfach zu schauen, was da los ist. Schön. Dann würde ich gerne den Stefan bitten, der hat auch die Hand gehoben. Das heißt, du möchtest dich zuschalten, Stefan. Ja, hallo. Ja, ich habe die Kamera nicht an, aber ist ja nicht schlimm. Alles gut. Zwei Anmerkungen vielleicht oder eine Anmerkung und eine Frage. Also zum einen, also ich selbst bin auch Blind- und Screenreader-Nutzer. Insofern, ja, also diesen Punkt, dass Webseiten, ich sag mal, nicht gleich aussehen sollen. Also als Screenreader-Nutzer kann ich sagen, oder würde ich dem jetzt nicht zustimmen? Also ich würde es schon, sage ich mal, schlimm finden, sage ich mal, wenn jetzt im Chrome Desktop und Firefox und im Edge eine Webseite unterschiedlich aussieht oder sich darstellt. Für den Screenreader ein Unterschied ist es dann wieder zwischen einer Desktop- und einer Mobilvariante da. Also es ist klar, dass die Webseiten sich anders verhalten oder anders aufgebaut sind, aber zumindest vom Aufbau her würde ich sagen, als Screenreader-Nutzer ist das schon, sage ich mal, schlecht, wenn eine Seite in Browsern unterschiedlich aufgebaut ist und sich darstellt.
Also, dass du. Genau, also mir geht es vor allem darum, dass es nachvollziehbar ist. Also, dass du, es geht nicht darum, dass jetzt eine Webseite im Internet Explorer komplett unterschiedlich oder in Edge komplett unterschiedlich ausschaut, als das in Firefox funktioniert oder sich anhört oder der Aufbau komplett unterschiedlich ist. Mir geht es darum, dass Nutzer, die ein Hilfsmittel benutzen und ein Browser dazu eine konsistente Sache haben mit ihrer Kombination von Technologien, aber dass die natürlich eine gewisse kleine Varianz haben kann zwischen verschiedenen Hilfsmittel-Browser-Kombinationen. Also es geht nicht darum, dass das alles komplett anders funktioniert und ich glaube, das ist auch in der Realität nicht so. Okay, ja, nee, dann passt das. Und dann zu den CSS Media Queries. Sind das, ich sag mal, normale CSS Media Queries oder triggern die auch so ein bisschen auf diese vor Jahren ja mal diskutierte Accessibility Query, die ja auch in iOS irgendwann mal drin war, für die für viel Diskussion gesorgt hatte in der Accessibility-Nutzerschaft und die ja dann auch also aus Nutzerschaft glücklicherweise zurückgezogen wurde auf, also die stand ja ursprünglich mal auf Default, diese Query. Also jeder, der im Endeffekt einen Voice-Over oder einen Screenreader aktiviert hatte, unter iOS oder ich glaube, das war nur bei iOS, Genau. da ist sozusagen diese Meldung an die Webseite oder an den App-Betreiber automatisch übermittelt worden und das gab ja heiße Diskussionen und ist ja glücklicherweise jetzt nicht mehr so. Genau. Also zum einen, das war in der Beta, war das, wenn man im Safari die Developer-Tools angeschaltet hat, dann war das angeschaltet. Also, dass das bei einem Nutzer angekommen ist, war relativ unwahrscheinlich. Das sind aber ganz normale Media Queries. Das heißt, da gibt es keinen Informationsaustausch von dem Gerät zu der Webseite, dass da irgendwie ein Mensch mit Behinderung dahinter sitzt, weil das natürlich allerhand Probleme mit sich bringt, im Sinne von Genau. Diskriminierung und also Potenzial für Diskriminierung. Genau, es gibt immer mal wieder die Sache, weil halt Apps auf den Telefon haben halt die Möglichkeit zu sagen, ist ein Screenreader aktiv und haben dann die Möglichkeit zum Beispiel zu sagen, ich benutze kein Halten von dem Button, um ein Menü anzuzeigen, sondern ich zeige das Menü einfach direkt an, damit man nicht noch einen Schritt hat und solche Sachen. Das gibt es also in Native-Umgebungen eh schon. Die Frage ist, und das ist eine ganz aktive Diskussion, ist, ob man das im Web auch möchte, dass man im Prinzip sagen kann, wir können Erleichterungen shippen. Aber das ist halt, das Problem ist halt, dass das dann abfragbar wird und dass man im Prinzip sagen kann, okay, da ist jetzt jemand mit einem Screenreader, ich verkaufe die. Was weiß ich, Flugtickets teurer oder wie auch Ja, immer. genau, richtig. Ne? Auf der anderen Seite gäbe es natürlich die Möglichkeit zu sagen, hey, hier ist eine Möglichkeit, ganz einfach einen Blindenhund anzumelden oder wie auch immer. Ist Ja, halt alles immer das Vor- ist und halt so eine Nachteile. Sache, ne? Das kann halt in beide Seiten ausschlagen, ne? Auf jeden Fall. Deswegen ist es heiß Diskutiert, besprochen. ja, genau. Jo, danke für die Stefan, vielen Dank. Antwort. Jo. Gerne. Ich sehe noch zwei Fragen im Chat und einen lauten Gedanken von Moritz. Ich weiß, Erik, dass du nicht unendlich Zeit hast heute, deswegen versuche ich jetzt erstmal ganz kurz die zwei klaren Fragen noch zu platzieren und wir können uns vielleicht über den Gedanken von Moritz dann noch etwas austauschen. Aber so ein bisschen Richtung Ende müssen wir langsam gehen. Die eine Frage war von der Josephine: Interpretieren die Browser denn ARIA-Attribute zum Beispiel für die Reader-Mode-Ausgabe? Nicht, dass es mir bekannt wäre. Also wahrscheinlich eher nicht. Also ARIA ist wirklich, also ich hole jetzt ein kleines bisschen aus, aber nicht sehr weit. ARIA kommt tatsächlich aus dieser Ecke, dass es damals bei Windows 95, Windows 98, ja, so weit muss man zurückgehen, eine Accessibility API gibt, wo
wo im Prinzip für Native-Elemente, für Applikationen unter Windows zusätzliche Informationen bereitgestellt worden könnten. Das wurde dann mit Windows, mit HTML5 irgendwann in diese ARIA-Spezifikation übertragen. Das heißt, wir haben viele Sachen in ARIA, die sind gar nicht nativ im Web vorhanden. Tree Views und so Sachen. Und entsprechend sind die auch auf anderen Systemen ziemlich schlecht unterstützt. Und Windows hat in der Zwischenzeit auch die Accessibility API geändert, auf dem das alles basiert. Das heißt, das ist im Prinzip auch schon eine schwierige Sache, überhaupt das 1 zu 1 zu benutzen. Man muss aber sagen, dass diese ARIA-Attribute und so weiter ganz gut funktionieren im Großen und Ganzen. Aber halt diese Edge-Cases sind immer schwierig. Aber ich bin mir überhaupt nicht bewusst, dass irgendwas wie Reader-Modes oder sowas diese ARIA-Attribute berücksichtigen. Ja, vielleicht eine Role Main, irgendwie sowas, dass sie sagen, okay, wenn da eine Rolle drauf ist, als Äquivalent halt zu einem Main Element, dann spielt das sicherlich eine Rolle. Also jein. Ganz klares Jein. Josephine hebt den Daumen. Dann noch eine Frage, und zwar vom Jan-Peter, der fragt: Gibt es Material, also Lektüre für Einsteiger? Erik, ganz schnell, zwei, drei schlaue Buchtipps. Einen hätte ich selber noch beizusteuern, wenn du ihn nicht bringst. Fang du mal an. Also, ich kann auf jeden Fall empfehlen, allerdings leider auf Englisch. Ich glaube, also deutsche Lektüre, muss ich ganz ehrlich sagen, Mangelware, vermutlich in der Form. Auf Englisch auf jeden Fall zu empfehlen, von unserer Freundin, die Laura Kalbeck, Accessibility for Everyone. Ganz guter Primer für das ganze Thema. Recht, sagen wir mal, recht umfassend, nicht besonders technisch. In jedem Fall eine Empfehlung, wenn man jetzt als Nicht-Techniker irgendwie an das Gebiet rangeht. Wolltest du es auch sagen, Erik, oder? Genau, das wäre auch meine Empfehlung gewesen. Es gibt ein relativ dickes Kompendium zur WCAG vom Jan-Erik Helbusch und der Kerstin Probisch. Also wer sich wirklich in der Tiefe mit WCAG auseinandersetzen möchte, ist das sicherlich ein gutes Buch. Ansonsten gibt es auf der Webseite von der WAI, also von der Web Accessibility Initiative, super gute Einsteigerartikel, die muss man ein bisschen suchen. Aber unter Fundamentals gibt es da im Prinzip gute Einsteigersachen und dann gibt es allerhand an zusätzlichen Infos bis zu ja, Entwickler-Tutorials und Sachen, aber alles oder das meiste auf Englisch. Die suchen händeringend immer Übersetzer, aber das ist schwierig und das ist alles unter w3.org/wai. Okay, ich hoffe, das macht dich glücklich, Jan-Peter. Stefan hat gerade noch was in den Chat geschrieben. Könnt ihr da nochmal nachgucken? Eine weitere Empfehlung, die Bibel, sagt er. Ich glaube, er meint es nicht ganz so wörtlich, aber. Ich hab nur den Hellbusch verlinkt. Ich suche gerade noch die anderen raus. Ich weiß nicht, ob jeder so schnell mitgekommen ist. Okay. Genau, das ist der dicke Hellbusch, hätte ich jetzt was gesagt. So, und Das damit jetzt haben Buch, wir nur noch das Buch. ein. Ach so, jetzt haben wir nur noch eine Frage übrig von Moritz. Ich weiß nicht so, ob das was ist, was alle beantworten können, nämlich die Frage, findet ihr, da fehlt irgendwie das Subjekt, findet ihr auch die Shortcuts von VoiceOver auf dem Mac schwer zu lernen, zum Beispiel im Vergleich zu NVDA? Ich Ich weiß finde die nicht, total also. schwer zu lernen, wie alles Sachen. Deswegen habe ich hier mein von DQ, die haben einen Quick Reference Guide mit den ganzen Shortcuts als eine DIN A4-Seite. Und den habe ich mir ausgedruckt und das ist total super. Und ja, also für mich selber als Nicht-Screenreader-User finde ich es total schwierig, mir Screenreader-Sachen
zu machen. Und ich benutze sie auch nicht zum Testen, sondern nur zum Verifizieren. Also ich teste diversen Tools und dann, wenn was sehr kompliziert zu benutzen ist, irgendwie ein Date-Picker, irgendwie sowas, dann gehe ich in den Screenreader und sage, macht das eigentlich logisch Sinn, wenn ich mich da durchtappe? Aber wenn es wirklich richtig schwierig ist und ich kompliziertere Interaktionen brauche, dann wende ich mich an meinen Kollegen, der Screenreader-Nutzer ist, und lasse den das angucken, weil der kann das einfach deutlich besser, als ich das kann. Genau. Die Cheat Sheets von DQ sind wirklich gut und ich glaube, dass WebAIM auch sowas Ähnliches irgendwo zur Verfügung stellt, wenn ich es richtig im Kopf habe. Das hilft auch immer. Das Ich als stimmt. Nicht-Mac-Nutzer finde das nicht so schwer, mir die zu merken. Haha. Nein, aber es ist natürlich komplizierter, von System zu springen. Okay. Aber Wir haben es. ich habe noch Ja. einen guten Tipp für Screenreader-Benutzung generell, gerade wenn man auf dem Mac ist und nicht die ganze Zeit in Windows booten muss. Es gibt diese neue Assistive Labs Plattform. Da kann man sich anmelden und kann gegen eine relativ niedrige Gebühr kann man da sich in virtuelle Maschinen einloggen und kann im Prinzip dann Screenreader da benutzen. Und das ist super komfortabel, gerade wenn man nicht immer auf ein anderes Betriebssystem umbooten möchte. Super gut. Erik, es ist kurz nach 6. Bist nach hinten raus ein bisschen eingeschränkt, deswegen würde ich sagen, wir kommen allmählich zum Ende. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich für deinen Vortrag. Zum Schluss raus hat sich dann doch noch Gesprächsbedarf ergeben. Ich freue mich, dass es offensichtlich gut angekommen ist, dass es ganz gut funktioniert hat. Ich entschuldige mich für die diversen Glitches, die es heute gab. Ich habe festgestellt, oder mir wurden dann wilde Tweets zugeworfen, man käme nicht rein. Es tut mir sehr leid. Ich habe das tatsächlich, wir werden das optimieren, aber Alles ich deine bin. Schuld. Ja, genau. Also ich habe gar nicht so viele Hebel hier, wie ihr glaubt, dass ich habe. Ich werde versuchen, das beim nächsten Mal zu verbessern. Im Übrigen auch, weil wir das, ich hatte das im Chat schon vorhin geschrieben, es hat aus verschiedenen Gründen nicht funktioniert, dass wir heute schon deutsche Live-Untertitel dabei hatten. Wir werden uns bessern. Zumindest arbeiten wir intensiv daran. Es ist gar nicht so. Ohne weiteres war das machbar. Kriegen wir aber beim nächsten Mal hin. Apropos nächstes Mal, das ist der 21. Juni. Ich glaube, es steht jetzt noch nicht fest, wen ich dann begrüßen darf. Entweder ich lasse mir was Schlaues einfallen oder ihr tragt mir einen klugen Tipp zu. Ich glaube, im Juli ist es dann der Markus Herrmann, der uns was über Vue erzählen wird und sein Buch, das er gerade veröffentlicht hat. Ich denke, das steht schon mehr oder weniger fest. Ansonsten vielen Dank, dass ihr alle dabei wart. Das hat mir großen Spaß gemacht. Ich glaube, euch hat es auch ein bisschen gefallen. Hoffe ich jedenfalls. Wenn nicht, lasst es mich gerne wissen. Lasst es mich auch wissen, wenn es euch gefällt. Tweetet drüber, schickt was raus, seid beim nächsten Mal wieder dabei. Und ich freue mich, dass ihr da wart. Erik, herzlichen Dank. Dir einen schönen Abend, euch allen einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Danke, Yoshi. Danke euch allen. Tschüss. Tschüss.